Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 29 11. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 29 11. Ja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Leben nach einem Unfall. Und ich möchte gerne mit Betroffenen sprechen und ich möchte gerne mit Angehörigen sprechen. Wie sehr hat der Unfall euer Leben verändert? Wie denkt ihr heute über den Unfall? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten über dieses Thema, die Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt, 0130 29 11, kostenfrei. Oder die kostenfreie Faxnummer unter 0130 11 51 22. Und die erste Zuhörerin, Zuschauerin heute Nacht, das ist die Thea, 49 Jahre. Hallo. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, guten Thea. Abend. Ja, ich habe also eine Geschichte. Und zwar ist mein Mann am 15. Januar tödlich verunglückt. 10 Minuten von hier entfernt, direkt vor der Haustür. In diesem Jahr? In diesem Jahr, obwohl er sehr, sehr viel fährt im ganzen Jahr. Und an dem Tag sind aber offensichtlich sämtliche unglücklichen Umstände zusammengekommen und er war sofort tot. Was genau war das für ein Unfall? Er ist also offensichtlich, die genauen Gutachten stehen noch aus, zu schnell, nicht angeschnallt. Die Sonne hat ihn geblendet, Schnee lag und er hat einen silbergrauen BMW, der genauso schnell gefahren ist wie er, offensichtlich nicht gesehen und die sind in der Kurve, der BMW ihm in die Seite, in die Fahrerseite und er war sofort tot. Und dann kamen nachmittags die Polizisten, haben uns das gesagt, wir saßen da wie gelähmt alle und haben dann aber... Das war jetzt, das Ganze war als solches schon so schrecklich und so nicht nachvollziehbar. Ja. Bei einem Menschen, der immer mit beiden Beinen im Leben stand. Und dann kam aber 2 Tage später ein Anruf von seiner Freundin, von der ich nichts wusste, die er seit 16 Jahren hatte. Und es hat sich herausgestellt, mittlerweile, dass er 2 Leben geführt hat. Dass er was? Dass er 2 Leben geführt. Ja. 1 außer Haus und 1 zu Hause. 16 Jahre lang. 16 Jahre. Und du hast während dieser Zeit überhaupt nichts einmal, geahnt? Einmal davon gewusst, da kam es auch zur Sprache vor Jahren. Danach hat er also hier geschworen im Kreise, unsere Kinder sind erwachsen, leben alle noch hier im Haus. Es ist zu Ende, er kennt die gar nicht mehr, hat die seit Jahren nicht mehr gesehen. Und du hast ihm das geglaubt. Ich soll um Gottes Willen nicht denken, da wäre noch irgendwas, nichts mehr. Und dann rief mich 2 Tage, nachdem er verunglückt war, die Frau an und sagte, ob sie die Erlaubnis von mir bekommen kann, ihn noch mal in der Leichenhalle zu sehen. Sie dürfte das nicht ohne meine Erlaubnis. Und hast du ihr die Erlaubnis gegeben? Nein, ich habe ihr nicht gegeben. Hast du dann sie hat mich dann darum gebeten, bei der Trauerfeier vorne sitzen zu dürfen, denn das war eine sehr große Beerdigung. Mit ungefähr 1000 Leuten. Er war ein sehr bekannter Mann. Ja. Und da habe ich also auch abgelehnt. Und habe dann aber im Verlaufe eines, ich habe das dann irgendwo verdrängt. Es kamen dann so viele Menschen. Es war so furchtbar viel los. Ich stand auch ständig unter Beruhigungsmitteln. Ich habe die Frau verdrängt. Und dann rief die mich, nachdem er beerdigt war, an und fragte, wie es uns denn so ginge. Und erkundigte sich, sie kannte auch jeden hier drin und jeden Winkel hier drin und hat sich herausgestellt, er hat wirklich 2 komplette Leben geführt. Er hat also da oben die Hälfte der Miete bezahlt bei der Frau, ihren Lebensunterhalt zur Hälfte, war jedes Jahr mit ihr in Urlaub. Wie hat er dir das denn erklärt dann, mit dem Urlaub zum Beispiel? Der war so oft weg. Geschäftlich. Sitzungen, dienstlich. Da war mal eine Einladung da, mal lag sie im Büro oder die Sekretärin hatte die. Das habe ich auch nicht alles um jeden Preis immer nachvollzogen. Und diese Frau war auch in eurem Haus oft? Nein, ich das kenne nicht. Diese Frau nicht. Ich meine, war sie in eurem Haus, wenn du nicht da warst? Nein, das nicht. Niemals. Du kennst diese Frau nicht vom Anruf? Ich kenne sie nur vom Telefon. Und du weißt auch nicht, ob sie dann weiter hinten während der Beerdigung dabei war? Ja, sie, denn ich habe die Kondolenzliste bekommen und da steht sie dran.
Hast du jetzt noch Kontakt mit dieser Frau? Diese Frau hat mich danach dann, ich habe sie nochmal angerufen, und zwar aus dem einfachen Grunde, wir haben dann irgendwann versucht zu gucken in seinem Büro, was ist an Versicherungen da oder nicht da, und da tauchte eine sehr große Versicherung auf, eine Lebensversicherung, wo wir also erklärt gekriegt haben durch die Blumen, dass sie nicht für hier ist. Und es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass er eine Lebensversicherung abgeschlossen hat auf die Frau in Höhe von 200.000 Mark und gleichzeitig die für hier, für uns, fürs Haus und für die Kinder auf 10.000 abgestuft hat. Und hier drin immer geschworen hat, wie sehr er uns braucht, wie sehr er uns liebt. Tja, wenn man einen Mann, einen Ehemann unter diesen Umständen verliert, ist das natürlich in dem ersten Moment ein unglaubliches Unglück. Und du hast zwei Tage, das dann ja auch nur so gelähmter. Ja. Wenn man dann aber so etwas erfährt, was du gerade erzählt hast, mindert das die Trauer? Im ersten Moment war die Trauer nach wie vor gleich. Und nach dem langen Telefonat mit ihr kam eine maßlose Wut hoch, eine ungeheure Wut. Ich konnte mit den Gefühlen, die ich hatte, überhaupt nicht mehr umgehen. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Nun ist es nicht mal zwei Monate her. Ja. Wie denkst du denn heute über deinen Mann und das, was er gemacht hat? Wie empfindest du für ihn heute? Ich bin immer noch schrecklich traurig, dass er tot ist. Ich würde nie mehr mit ihm zusammenleben können, nach dem, was ich gehört habe und erfahren habe. Weil ich glaube, man kann einfach nicht mit Menschen in seiner nächsten Umgebung so unehrlich umgehen. Und er scheint die Frau auch belohnt zu haben, davon mal ganz runter. Denn die hat also völlig losgelöst von allem in ihrer Wohnung gesessen, ohne Bekannte, ohne Freunde. Das hatte sie nicht, weil er ja hätte anrufen können, hat sie mir erklärt, und sagen, er kann kurz vorbeikommen. Also er hat die sich quasi richtig gehalten, diese Frau. Gehalten, genau so ist das, ja. Also richtig. Es gibt in dir im Moment noch überhaupt nicht das Gefühl des Verzeihens. Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz weit irgendwo weg. Weil ich mir denke, ich wäre nie mit jemandem so umgegangen. Nie. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Selbst unsere Kinder können es nicht. Es gehen dir wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, 1000 Situationen durch den Kopf aus den letzten Jahren. Wo ich jetzt von ihr weiß, was gelaufen ist und wo ich weiß, was sie hier drin erzählt hat. Ich muss auch dazu sagen, er war jemand, der so ungeheuer für die Familie da war. Er kam niemals. Ich habe vor kurzem noch mal nachgeguckt, es gibt kaum Pullis oder ähnliches, die er nicht mir gekauft hat. Es gab nichts, was er hier drin nicht mitbegleitet hat oder ihn hauptverantwortlich gemacht hat. Ja. Würdest du denn sagen, dass eure Ehe in den letzten Jahren, dass ihr das perfekt so gespielt hat, dass die gut sich gut darstellte? Hast du das Gefühl gehabt, dass er dich liebt? Hat er dir das vermittelt? Er hat mir immer gesagt, er braucht mich. Und wenn ich immer gesagt habe, hör mal, wenn ich merke, dass die noch existent ist, gehe ich. Und dann wird ihm schlecht, schlagartig schlecht. Und er hat erklärt, also hör mal, doch nicht wieder das. Und wie kannst du sowas sagen? Und du weißt hier drin, das ist alles, so wollte ich alt werden. Wie erklärst du dir dieses Verhalten von deinem Mann? Da hast du wahrscheinlich sehr viel gegrübelt, warum er das gemacht hat. Ja, ich glaube, er hat uns, die Familie hier, er war immer so stolz drauf, dass alle hier unter einem Dach leben. Kinder, Schwiegersohn, die Enkelkinder und alles hier so harmonisch ist. Auch der Sohn mit Freundin immer da ist und kommt. Das war für ihn, ich weiß auch nicht, so ein gesunder, das war so nach außen hin, das hat er so gelebt, auch mit Nachbarn, mit Freunden. Aber er wollte auch noch eine andere Welt haben. Und ich denke, die andere Welt war jemand, ich habe jetzt ein paar Mal mit ihr gesprochen, ein kleines Mädchen, das ihn bewundert hat. Wie alt ist diese Frau? Sie ist 10 Jahre jünger wie ich heute, aber als das begann, war sie 16. War sie 22. 22. Wie alt war dein Mann, als der Unfall jetzt passierte? Der war 52. Kannst du dir erklären, warum
diese Frau, dieses hat jetzt alles auffliegen lassen. War das auch die Not, in der sie sich empfand? Ja, sie hat anscheinend ganz schrecklich getrauert und glaubt, das gibt sich oder wird besser, wenn sie also ihn noch mal sieht. Aber diese Frau wusste schon all die Jahre, dass er ein Ehefrau. Er hat ihr auch immer gesagt, er würde niemals von uns weggehen. Dennoch hat sie das dann auch mitgemacht die ganzen Jahre. Sie hätte nur immer Angst vorm Alter gehabt. Das waren ihre Worte mir gegenüber. Sie hätte Angst davor gehabt, was wird, wenn er älter ist. Ja. Dann wird er irgendwann nicht mehr zu ihr kommen. Gehst du jetzt ab und zu auf den Friedhof zu seinem Grab? Ich gehe sehr oft zu seinem Grab, wobei ich sagen muss, dass sie offensichtlich öfter da ist. Ich sehe es also an den Blumen und Kerzen. Nun gehen sehr viele Menschen an sein Grab anscheinend. Mhm. Er war sehr bekannt, er hat sehr, sehr viel für Mitmenschen gemacht und sich eingesetzt. Das ist das, was sich so furchtbar widerspricht. Er war jemand, der für draußen für jeden alles gemacht hätte und immer gemacht hat. Ich stelle mir diese Situation so grauenhaft vor, an deiner Stelle, auch an dem Grab dann zu stehen und all diese Gefühle, die in dir toben in dem Moment. Und ich denke mir dann immer wieder, mein Gott, warum kannst du nicht für eine Stunde kommen und mir erklären, was du dir gedacht hast bei all dem. Das kann sich niemand vorstellen, wie das ist. Das ist eine ganz, ganz traurige Geschichte, Geschichte. Aber du hast eine Familie und hast Kinder, die dir auch in Rückhalt geben. Die auch hier sind, muss ich sagen, die immer bei mir sind. Ich bin auch sehr froh, dass ich sie habe. Aber ich habe natürlich auch sehr, sehr viele Leute, die mich kennen und die ihn nur so kennen, wie er sich nach außen hin dargestellt hat. Ist diese Sache denn jetzt so im Freundes- und Bekanntenkreis aufgeflogen, auch bekannt geworden? Sie ist in seinem ganz, ganz engen Kollegenkreis, wobei ich noch nicht mal in dem eigentlichen Kollegenkreis, sondern ein ganz, ganz kleiner Kreis weiß. Es hat mir das also im Nachhinein dann gesagt. Sie hätten das immer vermutet und mit einem Mann hat er darüber geredet. Er hat niemals über persönliche Dinge mit irgendjemandem geredet, muss man dazu sagen. Er hat sich jedermanns Sorgen immer angehört, aber seine eigenen nie mit jemandem besprochen. Mit gar niemandem. Er hatte auch keinen Freund. Eine ganz gespaltene Person. Ja, der aber für alle Menschen komischerweise immer da war. Es hieß immer in unserer ganzen Umgebung, ja, dann fragen wir ihn doch mal, er hilft. Und das war auch so. Liebe Thea, ich weiß gar nicht, was ich dir jetzt sagen soll und wünschen soll. Das ist so ein schlimmes Schicksal, womit du sicher noch sehr, sehr lange zu kämpfen hast. Oh, ja. Sehr lange, ehe du das einigermaßen... Wobei ich heute dann immer denke, wenn ich das richtig eingeordnet hätte, hätte ich anders reagieren können oder das, dann wäre ich weggegangen. Aber du konntest es nicht einordnen. Nee. Also dich trifft da nur überhaupt keine Schuld. Überhaupt Wobei nicht. Ich immer denke, vielleicht war es eine Art Selbstschutz, dass ich es nicht eingeordnet habe. Aber das ist auch jetzt müßig, das so zu denken. Die Schuld trägst nicht du. Die Schuld trägt hundertprozentig dein Mann. Hundertprozentig. Wobei es mir trotz und alledem immer noch so weh tut, dass er nicht mehr lebt. Ja. Liebe Thea, viel, viel Kraft wünsche ich dir. Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist der Markus dran und der ist 22. Ja, servus Jürgen. Hallo. Ja, ich bin von der anderen Seite, möchte ich jetzt mal sagen. Ich arbeite im Rettungsdienst. Ja. Und da wird man auch bei Unfällen auch mit Leid konfrontiert. Und, machst du das als Zivilleistender oder als Hauptjob? Nein, ich bin durch den Zivildienst hereingerutscht. Ah ja. Und jetzt mache ich das hauptberuflich. Also Rettungssanitäter, ne? Kann man sagen. Rettungsassistent. Assistent. Ja. Genau. Und ich finde es immer sehr schade, wenn man zum Beispiel jetzt von Angehörigen, man hört ja meistens nie was davon, wenn man denen auch helfen konnte bei einem Unfall. Und von den Angehörigen hört man dann auch nichts mehr. Und ich finde das immer schade, wenn die Leute, die Gott sei Dank ja nach einem Unfall wieder nach Hause kommen können und die beispielsweise leicht verletzt sind, die also eine oder die eine Verletzung haben, die noch längere Zeit anbleiben wird. Zum Beispiel, wenn sie immer humpeln müssen oder so, dass sie sich dann sehr darüber aufregen. Aber dann die Leute, die jetzt beispielsweise bei einem Verkehrsunfall sterben
Und wenn man dann mal die Blicke von den Angehörigen sieht, die am Unfallort halt auch dann die ihre Angehörigen auch wirklich auch verlieren, weil sie halt sterben, das finde ich in dem Moment ist eine ziemlich krasse Gegenüberstellung. Inwiefern meinst du eine krasse Gegenüberstellung? Ja, also ich finde, dass man sollte als, wenn man das große Glück gehabt hat, einem Verkehrsunfall zu entkommen, sollte man dann auch dankbar sein, dass man auch wirklich am Leben bleibt. Und auch wenn man klar, aber wie verhalten die Leute sich denn, in welchem Sinne verhalten die sich, was dir nicht gefällt? Ja, ich meine das so, die klagen das ganze Leben beispielsweise jetzt nur, weil sie humpeln und nee, das war ja nicht das Beispiel. Du hast gesagt, wenn Leute an einem Verkehrsunfall beteiligt sind und ein Angehöriger stirbt und sie kommen unverletzt davon. Und hast du gerade irgendwas kritisiert? Wie meinst du das? Na, ich meinte jetzt die Leute, die jetzt wirklich an seinen Schäden davontragen, Schaden davontragen. Also du meinst, dass sie dankbarer sein sollten? Richtig, genau. Ja. Du bist als Rettungssanitäter ja dann mit sehr, sehr viel schlimmen Sachen konfrontiert. Ja. Geht dir das nicht manchmal auch sehr, sehr zu Herzen, wenn du sehr schlimme Dinge siehst, grauenhafte Sachen? Ja, das geht mir sicherlich sehr zu Herzen. Kannst du dich an einen Fall erinnern, der dir besonders zu Herzen gegangen ist? Ja, ich hatte mal einen Verkehrsunfall. Da war eine Frau, die war schwanger. Die hatte einen Verkehrsunfall, die ist vom Baum gefahren. Es war im Winter und da war auch nichts mehr zu machen. Und das sind dann halt auch Sachen, die einem dann auch zu denken geben. Vor allem, man möchte alles geben, man hört über Funk, es ist ein Verkehrsunfall, eine Schwerverletzte liegt im Wagen eingeklemmt, da macht man sich bei der Hinfahrt schon große Gedanken. Und ist dann hast du manchmal dann auch Angst, dahin zu fahren? Angst vor dem vielleicht, was du da an grauenhaften Dingen siehst? Ja, habe ich Angst. Also es gibt viele Kollegen, die sagen, man darf keine Angst haben, man darf keine Gefühle zeigen, dann gehörst du nicht in den Job hinein. Aber ich denke, ohne Gefühle kann man in diesem Job gar nichts machen. Nimmst du denn, wie lange dauert dein Schichtdienst? Immer 10 Stunden. Immer 10 Stunden. Und da kann es passieren, dass du innerhalb dieser 10 Stunden manchmal ganz heftige Dinge erlebst. Wie ist das, wenn man dann nach Hause geht? Kannst du ganz normal abschalten und in die Disco gehen oder weiß ich was machen? Nein, erstmal kann ich nicht abschalten. Ich habe auch das große Glück, dass ich sehr gute Kollegen habe. Mhm. Also man spricht wirklich über die Einsätze und da kann man schon vieles abbauen. Ist es denn so bei den älteren Kollegen, dass die irgendwie auch zynisch werden, dass man sogar seine Witze macht, wie man das aus dem OP so kennt, wenn die Patienten schon in der Narkose liegen, was ja auch okay ist, vielleicht ist das auch die Art und Weise, so etwas ertragen zu können. Gibt es das bei den älteren Kollegen, dass sie darüber witzeln? Und ja, die älteren Kollegen, die machen das auch, also besonders die ganz älteren Kollegen. Mhm. Aber ich denke mal, das ist eine Flucht vor sich selbst, weil... Also das ist meine persönliche Meinung, weil ich finde, man muss wirklich darüber sprechen und auch gerade den Neuen und den Jungen unterstützen, weil wenn die Leute nicht lange im Rettungsdienst drin sind, dann sollte man den Leuten unter den Armen greifen und nicht sagen, hört mal zu, entweder ihr seid dafür geboren oder nicht. Wieso hast du eigentlich diesen Beruf ergriffen? Ich war jetzt in der Freiwilligen Feuerwehr, also ich bin normal gelernter Industriekaufmann. Und ich bin in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten und da habe ich schon gemerkt, dass wenn man an einem Menschen arbeiten kann, ist es eine prima Sache und bedeutet mir persönlich mehr, als im Büro irgendeinen Umsatz umzusetzen, einen Geldumsatz. Und da habe ich mich dann entschlossen, probeweise ein Zivildienst zu machen. Und da hast du gemerkt, dass das schon auch dein Ding ist, dass du das kannst. Richtig. Und es ist ja auch eine Befriedigung. Du siehst ja nicht nur den Tod, sondern ihr könnt ja eben auch helfen und eben auch sehr oft dazu bei, dass die Leute am Leben bleiben. Gibt es da eigentlich noch manchmal einen Nachkontakt, dass ein Schwerstverletzter sich irgendwann, weiß ich, nach Monaten bei euch mal meldet und sich bedankt? Nein, gibt es nicht. Überhaupt nicht? Ich bin jetzt 3 Jahre dabei und ich habe es bisher noch nie erlebt. Das ist eigentlich sehr schade und sehr traurig. Ja, aber da muss man natürlich durch. Ja. Aber es gibt auch sehr viele, wie du schon gerade gesagt hast, Jürgen, sehr schöne Sachen im Rettungsdienst, auch tagtäglich, die man auch erlebt. Also es ist nicht nur Leid. Natürlich, ja. Und da kann man auch ganz gut bei abschalten. Lieber Markus, viel Kraft und viel Erfolg für deinen sehr schweren Beruf. Alles Danke, Gute. Alles Tschüss, Markus. Gute, ciao. Ciao. Ihr Lieben, heute Nacht heißt unser Thema Leben nach einem Unfall. Und ich habe es gerade ja auch schon gesagt, ich würde gerne mit Leuten sprechen, die
in irgendeiner Weise Erfahrung mit einem schweren Unfall haben, sei es persönliche Erfahrungen gemacht haben oder dass sie es im Verwandten, im Freundeskreis erlebt haben. 0130 2911, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Weiter geht es jetzt mit der Andrea und die ist 28 Jahre alt. Ja, hallo mein Lieber. Guten Morgen, Andrea. Guten Morgen. Ja, und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, mein erster Todesfall, und zwar, das war mein Ex-Freund, also mein damaliger Freund, der ist mit einem Motorrad tödlich verunglückt. Mhm. Warst du dabei? Und nein, ich war nicht dabei. Wir haben auf dem Dorf gewohnt und er war mit drei Leuten unterwegs, die wollten mich dann abholen. Also ich war beim Autowaschen gerade und vor allem eine helle Aufregung und ja, da hieß es, da vorne ist ein Unfall passiert und ich habe das erst gar nicht mit denen in Verbindung gebracht. Und ja, wir sind dann alle, die ganze Dorfgemeinschaft, die ganze Dorfklicke ist also dann runtergerannt. Mhm. Und es war alles abgesperrt und da haben wir dann schon gewusst, dass irgendeiner von den dreien damit ja zu tun hatte. Mhm. Und als wir dann erfahren haben, wer das dann war, da war natürlich dann alles zu spät. Ne? Mhm. Also das war natürlich, ich habe da einen totalen Filmriss. Also ich weiß auch gar nicht genau im Nachhinein, wie ich reagiert habe. Warst du denn ganz, ganz nah dran, dann an ihm, an deinem Freund? Hast ich habe den nicht gesehen, nein, ich habe ihn nicht gesehen. Also die Straße war abgesperrt, wie gesagt, aber wir haben es dann eben erfahren, wer eben verunglückt ist. Da war es auch noch gar nicht klar, dass er also schon praktisch am Unfallort gestorben ist. Wie alt warst du damals? Ich war 18. Und er war 24. Ja. Und er ist also, das war so eine Waldstrecke, recht kurvig, und da hat ein Bus, also ein regulärer Bus, die Kurve so geschnitten und er kam eben entgegen und ist also frontal drauf, also konnte auch nichts mehr ausweichen. Nichts mehr zu machen. Da war nichts mehr zu machen. Die Sanitäter waren auch gleich da und haben wohl alles probiert, aber es war also wirklich nichts mehr zu tun. Ihr wart richtig zusammen? Wir waren richtig zusammen. Wir kannten uns 6 Jahre und waren von den 6 Jahren eigentlich immer in Kontakt, also immer regelmäßig, haben viel unternommen und so richtig fest miteinander waren wir dann ungefähr ein Dreivierteljahr zusammen. Ne? Dieser Unfall, wie sehr hat der dein Leben verändert danach? Ich habe das eingangs ja schon gesagt, das war meine erste Beerdigung. Mhm. Ich war 18 Jahre alt. Ich habe noch nie, ja, so hautnah war ich da betroffen von. Und für mich war das war so richtig knallhart einfach. Mhm. Man wurde wirklich knallhart mit dem Tod an sich konfrontiert. Und hast du ihn nochmal gesehen gehabt? Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Mhm. Also, ich wollte es nicht. Ich habe Angst davor gehabt was man so im Nachhinein auch gehört. Also ich habe nie selber den Wunsch gehabt, ihn nochmal zu sehen. Ich konnte das auch bis zur Beerdigung gar nicht recht glauben, dass er das ist. Ich habe das erst realisiert, richtig bei der Beerdigung, als seine Brüder, seine zwei und seine Freunde aus der Clique den Sarg getragen haben. Also da habe ich das erstmal realisiert, dass er da drin liegt. Ne? Wie lange hast du gebraucht, um dieses schreckliche Ereignis zu verwenden? Also ich würde sagen, bis ich auf ich würde sagen, so bestimmt 3 Jahre. Da habe ich wirklich also heftig dran zu knabbern gehabt. Hast du in diesen 3 Jahren auch keinen anderen Freund gehabt? Nee, ich habe keinen anderen Freund gehabt. Ich konnte das irgendwo überhaupt nicht. Ich habe wahnsinnige Angst gehabt vor einmal. Das war eben damals so, dass egal wen ich kennenlerne, dass mir das nochmal passiert und dass ich das nicht nochmal erleben möchte. Als du dann zum ersten Mal danach, vermutlich dann nach 3 oder 4 Jahren, einen Mann kennengelernt hast und dich auch verliebt hast, war da der Tote immer noch so bei dir und hast den neuen Freund mit dem Toten verglichen? Ja, ich habe am Anfang sehr große Angst gehabt, den ersten Mann, den ich dann ja richtig wahrgenommen habe, würde ich sagen, für den ich mich dann auch selber interessiert habe, ne? Der ist auch Motorrad gefahren und das war für mich unwahrscheinlich schwer. Ich habe ihm das auch erklärt und er hat eben gesagt, du hör mal, ich kann auch über die Straße gehen und mir passiert was. Sag ich, ja toll, sag ich, eben mein Ex-Freund war auch eigentlich an sich ein recht vorsichtiger Fahrer.
Ich habe ihn wirklich, also wir haben da ziemlich oft Stress gehabt, weil ich halt immer gesagt habe, also ich selber bin sowieso nicht mitgefahren. Aber er hat es nicht aufgegeben. Er hat es nicht aufgegeben. Und das ist dann auch gut gegangen. Ja, eine Zeit lang. Es ist nicht am Motorradfahren gescheitert. Ja, ja. Nur haben ja meistens alle, oder ich glaube, man kann das sogar sagen, alle schlimmen Ereignisse im Leben haben in irgendeiner Weise auch einen positiven Effekt für einen selbst. Mhm. Kannst du das für dich benennen? Kann ich gar nicht so genau sagen. Es ist für mich, ich denke, ich bin durch das Ereignis reifer geworden, nachdenklicher. Mhm. Ich habe alles ein bisschen mehr zu schätzen gewusst. Mhm. Also das kann ich wirklich sagen. Ich habe mir einiges vorher überlegt. Ich war auch damals 18 Jahre Führerschein, war auch ein bisschen leichtsinnig und habe mir wirklich mehr Gedanken drüber gemacht, was ist, wenn ich jemanden anfahre, was passiert überhaupt was kann passieren. Und das muss ich sagen, hat mich schon sehr, das hat mir so richtig die Bremse reingehauen. Mhm. Ne? Mhm. Andrea, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen, Karin, 33 Jahre alt. Ganz genau. Hallo. Erstmal, wieso hast du deinen Glitzeranzug da nicht mehr an? Von Sat.1? Ja, ich war heute bei Harald Schmidt zu Gast hatte dieses Glitzerhemd an und dachte mir, das passt nämlich so sehr gut zu unserem ernsten Thema heute Abend und habe es dann ausgezogen. Ich ziehe es am Freitag mal an hier in der Sendung. Ach ja, also war nett. So, nee, jetzt aber ja, zu meinem Thema. Was heißt Thema? Ja, also, ja, ich wollte eigentlich nur mal den Leuten alle so darbieten. Was heißt darbieten? Also 1986, am 13.11.86, da sind wir damals in eine Kneipe gefahren, hier in Oberhausen, also in Elbenbach-Klause. Hm. Freunde von dir. Ja, genau. Und da sind wir dann abends, ich hatte aus irgendeinem Grund, aus welchem Grund, weiß ich heute nicht mehr, Schluss gemacht mit meinem damaligen Ex-Freund. Hm. Und der war dabei auch? Als der war nicht dabei. Und da sind wir dann auch abends weggefahren. Wir hatten Sparkassenauszahlung in der Elbenbach-Klause und danach sind wir dann noch nach Duisburg gefahren, in irgendeine Kneipe, so ein Talentshow war da und von da aus sind wir dann noch weitergefahren nach Wuppertal und in Wuppertal dann waren wir da in der Disco noch und nachher waren wir noch bei ihm zu Hause, bei meinem Unfallfahrer also. Und haben wir Kaffee getrunken und dann morgens um 8 auf einmal, ich gucke auf die Uhr, oh, ich sage, jetzt müssen wir auch nach Hause. Da, und ab da weiß ich nichts mehr. Wie, verstehe ich nicht. Du warst bei jemandem zu Hause und wolltest zu dir nach Hause zurück. Und ab da weißt du nichts mehr? Da weiß ich nur noch, wie wir dann ins Auto gestiegen sind. Und da weiß ich nichts mehr. Was ist ich weiß nicht, ob ich die geschlafen habe oder nicht. Ich weiß also nur vom Hörensagen später, dass der Duisburg-Kaiserberg war doch damals 86, diese Ellenlager Baustelle. Ja, das weiß ich nicht. Sag mal, was? Da ist irgendwas passiert? Ist irgendwas geschehen? Ja, und da kann ich heute sagen, dieses Schwein war ja auch, manchen Stellen waren da nur 80 erlaubt. Fahren. Mhm. Und also er hat da einen Unfall gebaut. Und, genau. Und ja. Und du warst alleine mit ihm im Auto? Nein, wir waren zu einfach viert. Okay, und dann ist ein sehr schwerer Unfall passiert, von dem du gar nicht weißt, was. Ganz genau. Da war auf einem Stück war nur 80 erlaubt, der fahren durfte. Und da musste er wohl mit 180 oder was durchgebrettert sein, ne? Ist sie denn, ist das sehr schwer, hat das dann sehr schwere Folgen für dich gehabt? Ja, also ich bin dann hinten durch die Heckscheibe rausgeschleudert worden. Mhm. Da hatte sich wohl noch 5-mal überschlagen. Aber ich weiß also nichts mehr davon. Warst du schwer verletzt? Ich war 6 Wochen im Koma. Und 9 Monate insgesamt. 9 Monate? Ja. Und bist du wieder gesund geworden? Was heißt gesund? Ja, Rentnerin. Rentnerin? Ja. Mit 33? Ja, also mit 25 war ich schon Rentnerin. Also du hast Folgeschäden davongetragen? Ja, ich hatte also Schädel-Hirn-Trauma mit Gehirnbluten
und war rechtsseitig gelähmt. Du warst rechtsseitig gelähmt? Mhm. Ist das heute auch noch? Mhm. Was heißt, ja, also, ich mache jetzt immer alles mit links, soweit. Mhm. Nur schreiben nicht. Mhm. Schreiben, das mache ich mit rechts. Also kann man sagen, dass du behindert bist seitdem? Ja. Ja. Obwohl, also Leute, die es nicht wissen, die sehen mir das nicht an. Mhm. Aber du kannst nicht normal arbeiten und kein normales Leben führen, seit diesem Unfall. Ja, so ungefähr. Mhm. Mhm. Ich würde also gerne dann meiner Arbeit nachgehen, ist klar. Aber ich weiß nicht, wie, was, wer, wann, wo und... Ist denn die Schuldfrage ganz klar geklärt? Ganz klar, der Carsten. Wer war das? Hm? Hast du irgendwie Geld bekommen von einer Versicherung? Eine? Ja, das habe ich. Hm. Ist das so, dass du davon leben kannst? Ja, das auch. Hm. Aber dieser Unfall hat ja nun dein junges Leben vollkommen verändert, ne? Auch vollkommen, ja. Und hat dir wahrscheinlich auch viele Träume zerstört, die du früher hattest, oder Pläne. Ganz genau, ganz genau. Mhm. Meinst du, ja, also heutzutage, ja. Ich meine... Haderst du mit deinem Schicksal oder hast du dich damit jetzt zurechtgefunden auch? Und was heißt zurechtgefunden? Jein, jein. Es ist schon unglückliche Gefühle immer wieder da und Traurigkeit. Immer wieder, immer wieder. Hast du zu diesem Carsten, diesem Fahrer, Kontakt noch? Nee. Der hat mich ein oder zweimal im Krankenhaus besucht. Mhm. Und da war ich ja zu dem Zeitpunkt, hatte ich ja gar keinen Schimmer irgendwie. Mhm, noch, ne? Klar. Gar keinen Plan. Und die anderen, die mitgefahren sind, waren die auch so schwer verletzt? Nee. Nur du? Nur ich. Und er selbst auch gar nicht so sehr? Der überhaupt nichts. Mhm. Mhm. Gar nichts. Wohl vorne die Beifahrerin, die hat wohl Schleudertrauma gehabt, ne? Dass man Halskrause gehabt und so, ja. Heißt das, dass du jetzt seit diesem Unfall quasi immer zu Hause lebst und gar nichts dann auch groß machen kannst? Ganz genau. Mhm. Was sind so deine Wünsche und deine Träume, die du jetzt hast für deine Zukunft? Für mich erstmal, also, ja, erstmal einen Mann kennenlernen. Mhm. Und mit dem dann glücklich werden. Mhm. Gab es in dieser Zeit, seit diesem Unfall bis heute, keine Liebe, keinen Mann? Doch, das ja, aber die Männer wollen doch alle nur, entschuldige, aber die Frau soll mal hochen gehen, die soll den Unterhalt mitverdienen. Mhm. Aber dass ich den so gesehen irgendwo im Schlaf verdiene. Wie meinst du das, im Schlaf verdienst? Ja, mein Geld. Kriegst du ja so ausgezahlt. Ja, ja, eben. Mhm. Oder hast du den Eindruck, dass es auch Schwierigkeiten gibt aufgrund deiner Behinderung, dass du deshalb nicht so gut bei Männern ankommst? Ja, so ungefähr. Auch. Mh. Obwohl Behinderung, wie gesagt, also man sieht es mir eigentlich nicht so an. Mh, Leute, die mich nicht kennen, wissen das und glauben das auch gar nicht. Mh, ja. Liebe Karin. Ja. Alles Gute. Na gut, danke schön. Ich wünsche dir einen sehr netten Mann bald. Ja, schick mir doch mal einen rüber. mal gucken, was sich machen lässt. Ja. Meine Liebe, alles Gute. Tschüss. Ja, gut. Ciao. Tschüss, Tommy. 1.33 Uhr und 32 Sekunden und jetzt gibt's eine kleine Musikpause. Unser Thema heute Nacht heißt Leben nach einem Unfall. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom WDR aus Köln.
Habt ihr in eurem Leben diese Erfahrung gemacht? Hattet ihr irgendwann mal einen schweren Unfall oder hatten Angehörige, Freunde von euch einen sehr schweren Unfall? Wie hat sich das Leben danach für euch oder für eure Freunde verändert? 0130 29 11, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Und jetzt begrüße ich herzlich den Dirk. Hallo Domian. 24 Jahre alt, hallo. Hallo Domian. Ja, ich wollte erzählen, ich hatte Ende 92 einen ziemlich schweren Verkehrsunfall, den ich selber verursacht habe. Nach dem Unfall habe ich fast 2 Monate im Krankenhaus gelegen. Wie, in welcher Art warst du verletzt? Ich hatte einen Beinbruch und bin operiert worden, habe dann noch im Laufe der Zeit eine Thrombose bekommen, etc. Aber das war alles kein so großes Problem, sage ich jetzt mal. Ja. Sondern das, was das oder was mich dann anschließend mehr oder weniger geprägt hat oder was mir diese Zeit gebracht hat, war einfach die 7 Wochen Zeit in diesem ziemlich langweiligen Krankenhaus, in der ich Zeit hatte, mal über mich selbst nachzudenken, über mein Selbstwertgefühl, über mein bis dato ziemlich geringes Selbstbewusstsein und habe halt sehr, sehr lange halt nachgedacht und habe ziemlich viele Grenzen festgelegt über oder von Sachen, die ich mir von anderen Leuten gefallen lasse. So, also du bist da richtig, du bist so richtig in dich und in dein Leben gegangen und hast mal alles ausgeleuchtet. Ganz genau. Und was letztendlich, was ist das dann rausgekommen, so als Quintessenz quasi? Wie hast du dein Leben dann verändert danach? Ich habe halt mich selbst angenommen und habe es, denke ich, dann noch ziemlich ausgestrahlt und habe eigentlich ziemlich positive Reaktionen dann auch von meiner Umwelt bekommen. Was hattest du von dir selbst vorher nicht angenommen? Also es war halt so, ich bin eigentlich schon seit jeher ziemlich übergewichtig und bin immer der irrigen Meinung eigentlich gewesen, jedem so mehr oder weniger, das war gerade auch während meiner Lehre, so jedem in den Hintern kriechen zu müssen, um akzeptiert zu werden. Und also schon ein großer Minderwertigkeitskomplex. Ja, absolut. Ja. Und habe dann also dann eigentlich festgestellt, dass ich damit eigentlich auf Dauer gar nicht klarkomme und dass das bei mir eigentlich damit so nicht weitergeht. Und habe dann also auch erstmal entdeckt, dass es am wichtigsten ist, dass ich mich selber mag, so wie ich bin. Und dass die anderen mich gefälligst auch so zu akzeptieren haben. Ich meine, das ist natürlich ein großartiger Effekt von so einer schmerzlichen Sache wie einem Unfall, ne? Absolut, ja. Aber das ist das Gute, was du da rausgezogen hast für dich. Ganz genau. Ja. Waren da andere Leute auch noch verletzt durch den Unfall? Ja, ich bin also mit einem anderen Wagen kollidiert und da saß am Steuer eine junge Frau, die schwanger war und durch diesen Unfall ihr Kind verloren hat. Was mir so während dieser Krankenhauszeit, was ich da eigentlich ziemlich verdrängt habe, so dann in der Zeit danach eigentlich erst verarbeitet habe. Hast du da lange Zeit oder ein sehr heftiges, schlechtes Gewissen gehabt und dir Vorwürfe gemacht? Ja, absolut. Ich hatte dann ungefähr ein Jahr nach dem Unfall, also ich habe den halt verursacht, einen Prozess gehabt, in dem ich diese Frau dann noch mal kennengelernt habe. Vorher hat mir also der Anwalt verboten, Kontakt mit der Frau aufzunehmen. Und habe mich dann nach dem Prozess mit der Frau und ihrem Mann zusammengesetzt. Wir haben ziemlich lange darüber geredet und habe mit der Frau dann noch sozusagen meinen Frieden gemacht. Ja. Und habe das damit dann auch ziemlich gut verarbeiten können. Das ist natürlich dann eine glückliche Fügung, dass es diese Zusammentreffen gab und dass die Frau quasi dann auch auf dich zugegangen ist, ne? Ja, ganz genau. Ja. Also im Großen und Ganzen bist du da gut rausgekommen. Absolut. Wenn auch mit schlimmen Folgen dann eben für dieses ungeborene Kind. Genau das, ja. Danke für deinen Anruf, Dirk. Sehr gern geschehen. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Dir auch. Tschüss. So. Herzlich willkommen, Lydia. Hallo? Ja, hallo, Lydia. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich kann im Moment überhaupt nichts hören. Hallo? Lydia? Hallo? Ja? Hörst du mich nicht? Oh, das ist aber ein Ding. Lydia? Hallo? Nee, da stimmt aber was nicht. Dann gehen wir mal weiter auf Daniel. Hallo Daniel. Hallo Jürgen. Du hörst mich.
Ja, ich höre dich. Sehr schön. 28 Jahre alt? Ja. Ja. Ja, unser Thema Leben nach einem Unfall. Ja, und zwar so, ich war bis Mai 95, war ich begeisterter Drachenflieger. Ja. Und da hatte ich dann meinen dritten Unfall. Deinen dritten Unfall? Ja. Und was war das für ein Unfall? Ich hatte mir den fünften Halswirbel gebrochen. Ja. Ich habe Gott sei Dank keine Folgeschäden gekriegt. Wie ist der Unfall passiert? Das war so, das war echt tolles Wetter und so, schwieriges Fluggelände. Mhm. Und dann war ziemlich hohes Gras und ich hatte bei der Landung Rückenwind reingekriegt, ganz plötzlich. Und das Drachen durchgesackt und der Steuerbügel ist eingehakt, mich hat es überschlagen. Mhm. Und da bin ich mit meinem Halswirbel halt aufs Kielrohr gekommen. Auf was? Aufs Kielrohr, also es ist so ein Rohr im Drachen, ja. Da schlägt es einem durch und normalerweise passiert eigentlich gar nichts. Ja. Und da, aber dadurch ist ein Bruch entstanden? Ja. Ja, und war das sehr schlimm? Das war so, das Schlimmste war ja, die hätten es im Krankenhaus gar nicht erkannt. Mhm. Mhm. Und zwar erst nachdem eine Neurologin auf meine Taubheitsgefühle im linken Arm, Daumen, Zeigefingerbereich, dass es ihr nicht ganz koscher vorgekommen ist. Ja. Da hat sie mich dann unter einen Computertomographen gegeben und dann haben sie es gesehen. Fünffachen Halskrause, ja. Keine Folgenschäden zum Glück, ja. Aber Depression ohne Ende. Depression? Ja. Inwiefern? Warum? Und zwar, nach dem dritten Unfall habe ich meinen Eltern versprechen müssen, dass ich mit dem Fliegen aufhöre, mhm. Zumindest solange ich noch studiere. Mhm. Und meine Mutter hat gemeint, sie könnte es nicht ertragen, wenn ich fliegen würde. Mhm. Kannst du sie verstehen? Ich kann es verstehen, aber ich möchte mal sagen, von diesem Fliegerbacillus total infiziert. Mhm. Das heißt, du hast jetzt die Depressionen bekommen, weil du nicht mehr fliegen kannst und dieses Versprechen abgegeben hast deinen Eltern gegenüber. Ja, und ich habe das auch, für vollendete Tatsachen gesorgt, indem ich einen Großteil meiner Ausrüstung verkauft habe. Mhm. Und schon da finanziell momentan auch gar nicht in der Lage bin, da wieder neu anzufangen. Mhm. Nun sind ja, denke ich mal, die Sorgen deiner Eltern nur auch berechtigt, ne? Wenn du drei Unfälle hättest, waren die anderen auch nö, schon... das waren nur Knochenbrüche. Naja, nur, was heißt nur, ne? Es gab ja auch den schlimmen Fall vor einigen Jahren von Heiner Geißler, hast du wahrscheinlich auch verfolgt, ja, das habe ich sehr gut mitgekriegt. Wo er beinahe, also wirklich extrem schwer verletzt, er war extrem schwer verletzt, sonst hätte ihm auch das Leben kosten können. Ja, es ist auch so, bei mir war das auch eigentlich ziemlich knapp, und zwar hat der Arzt gemeint, es hätte ohne weiteres auf Querschnittslähmung rausgehen können, am Hals. Dann verstehe ich das nicht, Daniel, das ist für dich nicht, das sind drei Warnschüsse. Dass du selbst dann nicht sagst, okay, ich lasse es sein, es ist zu gefährlich, ich spiele nicht mit meinem Schicksal. Ja gut, aber das, ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich nie geflogen. Nein, ich bin nicht geflogen, ich weiß, du wirst jetzt sagen, das ist eine Erfahrung. Ich kann das eigentlich nicht nachvollziehen und ja. Ich habe mir, möchte mal sagen, so als Hintertürchen offen gelassen, darf ich nach meinem Studium wieder anfangen. Gibt es keine andere Möglichkeit, einen anderen flugmäßigen Sport zu betreiben, der vielleicht nicht ganz so gefährlich ist? Segelfliegen? Also das ist ja so, rein von der Gefährlichkeit her, ist Drachenfliegen, mit dem Gleitschirmfliegen zusammen die sichersten Luftsportarten. Mhm. Vorsegelfliegen, Motorfliegen, alles ist gefährlicher. Mhm. Ja, ist das so? Tatsache. Laut Statistik vom Bundesministerium für Verkehr. Ja. Und den Halswirbelbruch, also Wirbelverletzungen mit Drachenfliegern, sind extrem selten. Also du hast jetzt du bist nicht gut drauf seit dieser Geschichte? Ich war nicht gut drauf, jetzt bin ich wieder besser drauf. Nur das bei mir ist es halt so, wenn ich jetzt irgendwelche Bilder sehe oder Filme über Fliegen, Drachenfliegen, Gleitschirmfliegen, dann war ich ungeheuer depressiv. Mhm. Das schlägt mir voll auf die Stimmung. Aber ich habe mein ganzes Zimmer voll mit Bildern vom Fliegen, das macht mir überhaupt nichts aus. Mhm. Und solange es andere Bilder sind, wird es schwierig. Mhm. Und es könnte durchaus die Zeit kommen, dass du dann doch nochmal irgendwie anfängst. Ja. Ja. Und ja, das mit Depressionen, das war sehr heftig. Ich war in psychotherapeutische Behandlung. So schlimm? Ja, ja. Da könnte man natürlich jetzt erstmal profan sagen, liebe Zeit, der soll sich nicht so haben. Der ist nochmal guter weggekommen mit der ganzen Geschichte und dann soll er sich nicht in so eine Depression reinfallen lassen. Aber scheint dann ja sehr ernst zu sein. Ich träume fast jede Nacht vom Fliegen. Ja, ja. Und ich möchte mal sagen, solange ich dran denke, geht's. Mhm. Aber solange ich, möchte mal sagen, wieder an meine Fliegerzeit zurückdenke, dann wird's schwierig. Und das ist... ich weiß nicht, ein Flieger kann das eigentlich nicht so verstehen. Ja, das ist natürlich klar. Aber meine Mutter hat ja auch mal gesagt, ja, wie sieht's aus nach dem Studium und so. Hat gesagt, ja, ich fange wieder an. Und da war sie wieder total entsetzt. Da hat sie gemeint, ja, willst du dabei draufgehen? Habe ich gemeint, das hört sich jetzt krass an, aber das Risiko muss ich eingehen. Also ich möchte mal sagen, das ist ein Risiko. Ich kann die Position der Eltern natürlich voll verstehen, aber es ist dein Ding, wenn du das für dich so entscheidest. Ja, also ich möchte mal sagen, das ist...
das ist das Tollste, was ich eben gemacht habe. Mhm. Und ich muss mal sagen, ich habe schon als kleines Kind habe ich mal was gesehen über Sachen fliegen, wo es gerade angefangen hat. Ich merke schon, ein ganz begeisterter Flieger. Und da habe ich gewusst, das mache ich. Daniel, wenn du wieder fliegst, hoffe ich, dass du nie abstürzt. Alles Gute. Ja, die Engländer sagen, it's only the ground that hurts. Ja. Das war bei mir immer so. Dadurch passiert nichts. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Ciao. So, zweiter Versuch. Lydia, hörst du mich jetzt? Hallo, Lydia? Ach, ihr Lieben. Lydia? Ja, ich höre dich. Ja, du hörst mich. Ja, schön. Hallo? Sagst du mir, wie alt du bist? Ich bin 46 Jahre alt. Ja. Du hast zu diesem Thema angerufen heute bei uns. Ja, ich habe heute angerufen. Ich habe vor 11 Jahren meinen Sohn Johannes verloren durch einen Autounfall. Mhm. Wie alt war der Sohn da? Der war damals 15 Jahre alt. Mhm. Und ja, wo soll ich anfangen? Wie war der Unfall? Was ist da genau passiert? Ja, was ist passiert? Ich hatte ihm zu Weihnachten eine Gitarre geschenkt. Das heißt, wir haben das gemacht, mein Mann und ich. Und haben ihm dann ab Januar einen Gitarrenunterricht dazu verpasst, kann man so sagen. Mhm. Und am 26. Januar hatte er seine erste Unterrichtsstunde. Mhm. Und er ging aus dem Haus. Er musste eine Bundesstraße überqueren, wo alle 5 Kilometer vielleicht mal eine Ampel ist. Ja. Und er ist bei uns aus dem Haus raus und ist bei uns direkt vom Haus über die Straße gegangen. Ich stand auf dem Balkon, ich habe ihm noch nachgewunken und er sagte zu mir, Mama, ich gehe jetzt zum Unterricht. Mhm. Ja, schön. Und in dem Moment kam von links ein Auto aus dem Wald, wir haben da so ein kleines Waldstück gehabt damals, mit ca. 100 Stundenkilometern, erfasste meinen Sohn, schleuderte ihn 40 Meter weit vor einen Flaschencontainer. Und ich stand auf dem Balkon. Du hast alles mit angesehen? Ich habe alles mit angesehen. Ich stand wie vom Donner gerührt vor diesem Container, also auf dem Balkon und sah immer dieses Bild vom Container mit meinem Sohn. Meine Nachbarin, die schrie, Krankenwagen, Notarzt, sie hat alles angerufen. Hat die Nachbarin angerufen? Richtig. Mhm. Mein Sohn kam ins Krankenhaus, er lebte noch zu der Zeit. Mhm. Und ja, mich hat man dann mit dem Taxi hingeschoffiert, so hat man mir anschließend erzählt, ich weiß also nicht mehr ganz genau. Mhm. Und ich kam im Krankenhaus an und dieser Aufnahmearzt sagte mir damals, also es wäre besser, ihr Sohn wäre sofort gestorben. Und da habe ich gesagt, warum? Ja, sagt er, wenn der das überlebt, das wird nichts mehr. Das ist geistig, körperlich behindert. Naja, sagt er, wir sind aber dazu verpflichtet, das Kind zu operieren und zu machen und zu tun, Leben zu schützen. Mhm. Er hat das Kind operiert, aber nach 55 Minuten auf dem OP-Tisch starb mein Sohn. Mhm. Ja, im Nachhinein stellte sich heraus, es waren alle Wirbel gebrochen, alle Knochen kaputt, alle Gelenke, es war restlos, nichts mehr heile. Ja, es gab dann ein Jahr später eine Gerichtsverhandlung und der Fahrer des Autos war damals 19 Jahre alt. Mhm. Er bekam 6 Monate Fahrverbot und den Schaden, den er setzen musste, war die Gitarre von meinem Sohn und die Kleidung. Das war alles, was er setzen musste. Dazu kommt noch, dass ich im Nachhinein dann erfahren habe, dass er bereits vorbestraft war wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr. Und dann kriegt er nur eine so geringe Strafe. Ja, richtig. Unglaublich. Das kann ich bis heute nicht begreifen. Unglaublich. Und das wird mich auch mein Leben lang verfolgen. Er hat 2 Jahre zuvor ein 6-jähriges Mädchen totgefahren. Ungefähr dieselbe Situation. Naja, auf jeden Fall, er liebt es unheimlich schnell zu fahren. Mhm. Nur halt, was ich unheimlich daran im Nachhinein verurteile. Er hat versucht, sich nach der Gerichtsverhandlung bei mir zu entschuldigen. Mhm. Und oder auch zu rechtfertigen, denke ich mal. Mhm. Er hat mir gesagt, wenn Sie an so einer Straße wohnen, müssen Sie damit rechnen, dass Ihre Kinder überfahren werden. Er hat nur dabei nicht bedacht, das war mein einziges Kind, was ich... Was hast du denn darauf geantwortet? Ich habe nichts darauf geantwortet. Ich habe ihm damals den Tod gewünscht. Mhm. Heute denke ich da anders drüber. Wie denkst du heute darüber? Ja, aber denke ich heute drüber. Er ist mit 19 Jahren damals noch nicht erwachsen gewesen. Mm, er hat nicht gewusst, was er tut. Hast du ihn irgendwann noch mal gesehen? Nein. Nein. Er hat ein paar Mal angerufen.
Wir sind nachher weggezogen, weil ich einfach diese Situation, wenn ich auf den Balkon gucke, nicht mehr ertragen konnte. Ich gucke immer wieder auf die Straße und auf diesen Flaschencontainer. Ja. Und das konnte ich nicht mehr ertragen, wir sind dann weggezogen. War das euer einziges Kind? Ja. Ja. Die Ehe ist auch kaputt gegangen dadurch. Ich habe gerade gedacht, als du das erzählt hast, mit den Gitarrenstunden, und dann habt ihr ihm diese Gitarrenstunden geschenkt und die Gitarre, und er geht zum allerersten Mal dorthin. Richtig, er hatte sich unheimlich gewünscht, Gitarre spielen zu lernen. Es ist natürlich völlig, völlig bekloppt und nicht zutreffend, aber hast du da irgendwie dir sogar noch Vorwürfe gemacht? Ich mache mir heute Vorwürfe, immer noch. Zumal er am 25. Januar Geburtstag hat und am 26. Januar starb er. Welcher Art sind diese Vorwürfe? Ja, welche Art? Ich sage mir heute so, hätte ich ihm die Gitarre damals nicht geschenkt und auch den Unterricht nicht, würde er heute vielleicht noch leben. Da wäre er nicht zum Unterricht gegangen. Aber Lydia, das ist, so kann man es nicht sehen. Dann wäre er einfach so rausgegangen irgendwo und es wäre passiert. Es hängt sicher natürlich nicht zusammen mit diesem Gitarrenunterricht und der Gitarre. Ja, man sagt das so einfach. Man sagt das so, ja. Und ich käme sicher auch auf die Gedanken, wenn ich an deiner Stelle damals gewesen wäre. Aber es ist nicht zutreffend. Es ist ein Schicksalsschlag, der gekommen wäre auch ohne Gitarre und Gitarrenunterricht. Nur ist es so lange her, aber es ist wahrscheinlich noch sehr nah für dich, ne? Es tut weh, ja. Es tut immer wieder weh. Und ich denke mal, es wird auch so bleiben. Ja. Und ich habe ja als Protest, ich weiß nicht, wer es damals gemacht hat, es ist auf jeden Fall ein Fotograf da gewesen und meine Nachbarin hat mir damals das Foto gegeben. Der hat das Bild, mein Sohn liegt vor dem Container, schwer verletzt. Und dieses Bild habe ich an seinem Grab aufgehängt. Als Mahntafel für alle anderen Kinder. Das hängt bis heute da? Das hängt immer noch, ja. Ja. Und ich habe dasselbe Bild, ich habe es mir kopieren lassen, es steht auf meinem Wohnzimmerschrank, da steht eine Kerze bei und die wird so lange brennen, wie ich lebe. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Das sind jetzt 15 Jahre her. Ja, nee, 11 Jahre. 11 Jahre. 11 Jahre. Er war 15, ne? Richtig. Ja. Und es tut furchtbar weh. Meinst du, dass du bist 46, sagtest du, ne? Ja. Dass du jemals in deinem Leben da einen wirklichen Abstand zugewinnen kannst? Nein. Nein. Es ist mein einziges Kind gewesen und das hat man mir genommen. Und sowas kann man als Mutter nicht vergessen. Das geht nicht. Er war so begabt. Er war der Beste in der Schule. Das Einzige, was er wollte, war Gitarre spielen. Und das habe ich ihm ermöglicht. Und was habe ich jetzt davon? Er ist weg. Ich habe ihn nicht mehr. Liebe Lydia, das sehr Empörende daran, finde ich, ist wirklich dieses Gerichtsurteil. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln und denken, sowas gibt es. Es gibt sowas. Wir sind gegen angegangen. Ihr seid gegen angegangen? Richtig. Aber wir sind in zweiter Instanz gescheitert. Andererseits, es hätte deinen Sohn auch nicht wieder zurückgebracht. Nein, es bringt ihn mir nicht wieder. Aber es hört sich blöd an, aber Vergeltung tut vielleicht manchmal gut. Liebe Lydia, ich danke dir für deinen Anruf und wünsche auch dir trotz des großen Schmerzes, den du immer noch hast, auch doch alles Gute. Ja, und ich möchte der Thea sagen, die am Anfang angerufen hat, sie weiß vielleicht, wie ich fühle, wenn sie auch ihren Mann verloren hat. Ich habe meinen Sohn verloren, aber ich denke mal, wir denken beide gleich. Ja, ja. Und dir wünsche ich alles Gute für deine Sendung. Ich danke dir herzlich. Okay. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt ist der Thomas dran und der ist 20 Jahre alt. Hallo. Hallo Jürgen. Hallo Thomas. Guten Morgen. Ja, Leben nach einem Unfall. Hattest du einen Unfall? Ich hatte keinen Unfall zum Glück und im Vergleich zu dem, was ich da jetzt in der ganzen Nacht schon hören muss, ist das, was mir passiert ist, eigentlich ziemlich lächerlich. Und ich möchte allen, die angerufen haben und die irgendjemanden verloren haben, hier mein Mitgefühl einmal aussprechen. Erst einmal, gut, das, was mir passiert ist, ich mache zurzeit Zivildienst beim Arbeiters- und Militärbund, wenn das bei euch bekannt ist. Ja, klar. Und da hatte ich in irgendeinem kleinen Kaff einen Auftrag. Ich habe irgendeine Person abgeliefert, aber das ist total unwichtig. Und will aus diesem Kaff wieder rausfahren, will nach rechts abbiegen auf eine Bundesstraße. Stehen vor mir noch zwei Autos, die wollen auch rechts abbiegen, biegen dann beide ab, dann biege ich hinterher ab und fährt
drei Autos vor mir, ein Fiat Kleinbus. Und wegen dieser Einmündung, wo ich da rechts abgebogen bin, da ist so eine Sperrfläche mit Abbiegestreifen. Und auf dieser Sperrfläche hat dieser Fiat Kleinbus angefangen zu überholen, ist links ausgeschert. Ich habe mir noch gedacht, warum macht er das jetzt da, der Idiot, weil kurz danach eine Kurve gekommen ist. Mhm. Also noch auf der Sperrfläche ist er links ausgeschert, hat irgendeinen kleinen VW Caravelle überholt, ist dann in der Kurve verschwunden und in dieser Kurve in irgendetwas reingeprallt. Mhm. Ich war zwei Autos dahinter und habe mir dann noch gedacht, naja, jetzt ist halt gegen einen Baum gefahren, geschieht ihm auch recht. Und wie ich dann an diese Stelle gekommen bin, habe ich gesehen, es war kein Baum, sondern es war ein kleines Auto, ein kleiner Fiat Uno. Und ich habe sofort daneben angehalten. Es ist eine recht befahrene Straße, da haben auch etliche andere Autos angehalten sofort. Ja. Und wie sich dann herausgestellt hat, war in diesem kleinen Fiat Uno eine Frau gesessen und ein kleiner Junge. Mhm. Und alle, die da beteiligt waren, die halt herumgestanden waren und so, sind erstmal ausgestiegen, haben geschaut und ich sage mal, es hat mindestens 15 bis 20 Sekunden gedauert, bis irgendjemand einen Handschlag getan hat. Aber ich denke, es ist auch normal, ich gehöre auch dazu. Mhm. Wir haben alle erstmal die Hände über den Köpfen zusammengeschlagen, wirklich wie man sich aus dem Film vorstellt. Mhm. Das ist unglaublich. Ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und nur den Kopf geschüttelt und nein, warum muss das sein und so. Und wie hat sich das denn dann hinterher herausgestellt, wie schwer verletzt waren die Leute in dem kleinen Auto, die Frau und der Junge? Ja, die Frau und der Junge waren so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle bzw. auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben sind. Mhm. Somit warst du eigentlich dann Zeuge eines sehr schweren Unfalls. Ich bin Zeuge, ja. Mhm. Und das, ich konnte nicht, ich bin bestimmt, ich habe in meinem Auto direkt neben dem kleinen Fiat Uno gehalten und habe das direkt gesehen, habe gesehen, wie diese Frau da in dem Fußraum zusammengekauert drin lag. Mhm. Da habe ich von dem kleinen Kind noch gar nichts gesehen. Mhm. Aber ich konnte mich innerlich in dem Moment nicht dazu bewegen, jetzt hinzugehen und irgendwie die Frau rauszuziehen, weil ich meine, in meinen 20 Jahren, ich habe sowas noch nie erlebt. Klar, und es kostet eine gewisse Überwindung. Das Einzige, was mir dann sofort eingefallen ist, ich habe ewig laut geschrien, ob irgendjemand ein Handy dabei hat. Mhm. Und der Fahrer, der vor mir gefahren ist, hat ein Autotelefon, da habe ich die Polizei angerufen und ich dann wieder zurückgekommen bin zur Unfallstelle, haben, wie ich sagen muss, Gott sei Dank sich schon andere jetzt um die Frau gekümmert. Mhm. Das Kind hat mich schon rausgeholt. Sag mal, Thomas, das waren nun fremde Leute, diese Frau und das Kind. Ja. Dennoch, vermute ich mal, ich höre es auch so, wie du es erzählst, hat das schon eine tiefe Wirkung hinterlassen in dir, ne? Ja, natürlich. Mhm. Kannst du das noch beschreiben, wie es dir dann so ging danach, als du dann noch da weggefahren bist und einen Tag später oder am gleichen Tag? Ging mir wahnsinnig schlecht. Ich werde nie das Gesicht von dem kleinen Jungen vergessen. Das hat nämlich noch gelebt. Das kleine Kind, die Augen waren irgendwie total gläsern und ohne irgendeinen Ausdruck. Und wenn ich jetzt, letzte Woche war ich in der Hausarztpraxis, mit dem Hausarzt im Wartezimmer gesessen und da ist eine Frau reingekommen mit einem kleinen Jungen, das ungefähr im Alter war, das Kind. Und da sehe ich die strahlenden Augen und dieser freudige und voller, dieser Blick voller Leben von dem kleinen Kind und da muss ich an den Jungen denken, der da im Graben gelegen war und wo sich Leute drum gekümmert haben und das ist etwas, was ich irgendwo nie vergessen werde. Mhm. Und das ist die Sinnlosigkeit, das ist das, was mich so bedrückt. Warum musste dieser Kleinbusfahrer da überholen? Es ist eine Strecke, es ist als Raserstrecke bekannt, es ist eine Kurve, es ist eine durchgezogene weiße Linie da, eine Sperrfläche, eben damit man nicht überholt, und es ist noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Stundenkilometern da, die mit Sicherheit nicht eingehalten hat. Wie oft man das bei Unfällen dann so denken kann, im Nachhinein, ne? Ja, und jetzt ist heute meine Freundin nach Hause gekommen und hat mir eine Zeitung gebracht von letzter Woche, wo die Todesanzeige drin ist. Ja. Und es steht oben drüber, also von der Familie, die Todesanzeige, dass sie mit dieser Anzeige erreichen wollen, dass jeder, der sich tagtäglich hinter das Steuer seines Autos setzt, sich über solche Sinnlosigkeiten Gedanken macht. Mhm. Thomas, vielen Dank auch für deinen Anruf. Und auch dir alles Gute. Ist in Ordnung. Mach weiter so. Tschüss. Tschüss, ciao. So, das war unsere Sendung heute zum Thema Leben nach einem Unfall. In der Technik war Annette Bastian. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Und wenn ihr Lust habt, können wir uns wiedersehen und wieder hören morgen Nacht um Punkt 1 hier auf 1 Live und im WDR Fernsehen. Und unsere Leitungen sind ab 0 Uhr schon geschaltet. Ihr könnt ab 0 Uhr schon anrufen, morgen offenes Talkradio
zu allen Themen. Über alle Themen können wir reden, über die ihr Lust habt, mit mir zu reden. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dann. Ciao.